Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Willkommen zu einem neuen Glossy Box Unboxing. Hier haben wir den Glossy Box Deckel. Wie man sieht, wieder ein ganz normales Design. In rosa gehalten. Innen das Glossy Box Logo mehrfach. Dann, wenn man die Box öffnet, findet man dieses Klapppapier. Und darauf liegt immer das Glossy Box Magazin. Diese Edition heißt Under the Sea. Ich habe reingeguckt, sehr hochpreisige Kosmetik drin dieses Mal. Und Pflege und so weiter. Dann kommt mir als erstes, wenn ich die Box aufmache, das Goodie entgegen, ein Armband oder Haarband, wie man es nehmen will, mit Under the Sea drauf, auch wieder der Titel der Box, dann ein Rasierer von Wilkinson, einmal, der kann in beide Richtungen rasieren, die gehen nach unten, die nach oben. Und somit kann man in beide Richtungen rasieren. Der hat ausgewechselbare Klingen, aber das ist nur für einmal. So eine einmalige Anwendung sozusagen, bis die Klinge stumpf ist. Dann haben wir hier Fassform. Nach See. Da habe ich das Packaging schon zerrissen, als ich nicht reingekommen bin. Da ist ein Konturstift drin. Probieren wir es mal. Etwas sehr warmer Ton. Nicht so aschig, leider. Ihr seht es. Lässt sich aber, glaube ich, gut verblenden. Ja. Bleibt nicht viel über, wenn man es verblendet. Ja, ein Konturstift. Dann ein sehr nettes Schmuckstück. Eine Muschel, ein Pinsel in Form einer Muschel, ein festgebundener Pinsel, der sehr weich ist. Kann ich mir gut zum Highlighten vorstellen. Als schön türkis und den kann man gut in die Hand nehmen. Das kann ich mir gut so vorstellen für Highlights. Und ja, dann war noch drin von Bionicles, von Schwarzkopf, ein Haarspray, also ein, was es genau ist, steht nicht wirklich drin in Glossy Magazin, es ist zum Erfrischen und Erholen der Haare, es ist ein Wasserspray. Soll die Haare pflegen und ja, was es genau ist, steht wie gesagt nicht drin. Und das letzte Produkt, was ich leider weiterreichen werden muss, ist ein wie heißt es jetzt? Ein Also für die Wimpern von Love. Eine Mascara. Und da ich keine Mascara verwenden kann, die sind waterproof noch dazu. Da ich keine Mascara verwenden kann, weil ich nicht so ruhig halten kann, werde ich die meiner Mutter geben, aber sie freut sich auch schon drüber.
Und das war der Boxeninhalt. Ich bin dieses Mal sehr zufrieden mit dem Inhalt. Und würde sagen, ich freue mich auf die nächste Glossy Box. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao. Eure Ines.